Ist die Zukunft ein grausamer Ort? Wird die Menschheit an ihrem eigenen Hochmut scheitern und sich selbst zugrunde richten? Immer wieder behaupten Personen, weit entfernte Jahrhunderte besucht zu haben. Jedoch könnte das, was sie auf ihren Zeitreisen gesehen haben wollen, auch direkt aus einem Horror-Science-Fiction-Film stammen. In einem dieser Fälle gab eine Person an, während eines Militärexperiments ins Jahr 2137 katapultiert worden zu sein. Doch wer war der mysteriöse Mann, der das Gefüge von Raum und Zeit sprengte? Wie glaubhaft erscheint seine Geschichte und welche unfassbaren Dinge will er erlebt haben? Der US-Amerikaner Al Bielek, der eigenen Angaben zufolge ein seltsames Kind war, wurde 1927 in eine ansonsten intakte Familie hineingeboren. Er behauptete, dass seine erste Erinnerung zu einer Weihnachtsfeier zurückreicht, die er im zarten Alter von 9 Monaten miterlebte. Doch das ist noch längst nicht alles. Während die meisten Kleinkinder zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ihr erstes Wort gesprochen haben, konnte Al den Gesprächen der Erwachsenen mühelos folgen. Eine außergewöhnliche Gabe, die Al auch sein weiteres Leben lang begleiten sollte. Mit einer unvergleichlichen Intelligenz gesegnet, war er seinem Umfeld als das wandelnde Lexikon bekannt, das seine Klassenkameraden in allen Aspekten überflügelte. Doch als Al ein junger Mann war, rief die Pflicht, sodass er sich schließlich an Bord der USS Eldridge wiederfand, um im Kampf gegen die Nazis zu helfen. Jedoch hielt das Schicksal fortan eine Reihe von unfassbaren Wendungen bereit. Al soll tatsächlich am berühmt-berüchtigten Philadelphia-Experiment teilgenommen haben und dabei in eine andere Zeitlinie katapultiert worden sein. Ob und in welcher Form das Philadelphia-Experiment stattgefunden hat, ist bis heute höchst umstritten. Folgt man der Legende, so testeten die Amerikaner im Jahr 1943 eine nie dagewesene Tarntechnologie. Im Rahmen dessen sei die USS Eldridge vollkommen unsichtbar geworden und sogar kurzzeitig im 500 Kilometer entfernten Hafen von Norfolk, Virginia aufgetaucht, ehe sie sich an ihren Ausgangspunkt in Philadelphia rematerialisierte. Doch während die Erprobung des Tarnmechanismus den gewünschten Effekt erzielte, sollen die Folgen für die Männer an Bord verheerend gewesen sein. Einige Besatzungsmitglieder gaben später an, dass manche ihrer Kameraden mit dem Schiff verschmolzen. Andere seien bei lebendigem Leib in Flammen aufgegangen und wiederum andere verschwanden spurlos und wurden nie wieder gesehen. Tatsächlich sollen sich manche Crewmitglieder sogar noch Jahre nach dem Experiment in Luft aufgelöst haben oder an rätselhaften Krankheiten gestorben sein. Und plötzlich landete ich im Jahr 2137. Die US Navy bestreitet vehement, dass ein derartiges Experiment jemals stattgefunden hat. Alle vermeintlichen Fakten und Beweise seien frei erfunden, denn selbst die ernannten Augenzeugen waren nichts als Schwindler, die aus der Lügengeschichte Profit schlagen wollten. Nun, der Erfahrungsbericht von Al Bielek klingt naturgemäß etwas anders. Gemeinsam mit seinem Bruder sei es ihm gelungen, in der Panik und den Wirren an Bord vom Schiff zu springen. Doch anstatt sich anschließend im Ozean wiederzufinden, landete das Brüderpaar im Jahr 2137. Dort erhielt Al zunächst einen Einblick in die Krankenhauswelt der Zukunft. Da er schwerste Strahlenverletzungen erlitten hatte, wurde er mit futuristischen Methoden behandelt, die auf Vibrationen und Licht basierten. Des Weiteren bestand die Krankenhausunterhaltung ausschließlich aus Bildungs- und Nachrichtensendungen. Andere Sender gab es schlichtweg nicht mehr. Jedoch erkannte Al schnell, dass sich das Gesicht der Erde im Jahr 2137 dramatisch verändert hatte. Demnach hatten sich die Küstenlinien aller Kontinente drastisch verschoben. Der Bundesstaat Florida war bis auf seinen nordwestlichen Zipfel vollständig verschwunden. Atlanta befand sich nur noch 5 Kilometer vom Atlantik entfernt und die einzelnen großen Seen waren nur noch ein einziges gigantisches Meer. Und auch der Alltag der Menschen hatte nichts mehr mit dem zu tun, was Al aus seiner Zeit kannte. Die Infrastruktur der Vereinigten Staaten war vollständig zusammengebrochen und die Regierung gehörte ebenfalls der Vergangenheit an. Dort, wo sich einst die USA und Kanada befanden, lag nun nur noch eine Zone, die von einer Art lokalem Kriegsrecht beherrscht wurde. Laut Al lag das daran, dass sich die Vereinigten Staaten und Europa zusammengeschlossen hatten, um die gemeinsame Bedrohung durch China und Russland abzuwehren. Der Atomkrieg, der daraus resultierte, eskalierte jedoch so extrem, dass die Milliarden von Menschen ums Leben kamen. Die Gesamtbevölkerung der Erde betrug nur noch 300 Millionen. Keine Regierung, keine Kriege, kein Geld. Eigenen Angaben zufolge sollte Al jedoch nicht im Jahr 2137 verharren. Nein, er wurde von dort aus noch einmal 612 Jahre in die Zukunft geschickt. Und im Jahr 2749 angekommen, stellte er fest, dass sich die Welt an die neue Beschaffenheit ihrer Heimat angepasst hatte.
Die futuristischen Technologien erlaubten es, mobile, schwimmende Städte zu bauen. Allerdings fehlte von einer Regierung im klassischen Sinne weiterhin jede Spur. Stattdessen lag die Kontrolle in den digitalen Händen einer KI, die Al als synthetisches Intelligenzcomputersystem beschrieb, das telepathisch arbeitete. Vor einem weiteren alles vernichtenden Krieg brauchte sich die Menschheit aber nicht länger zu fürchten, denn dies war schlichtweg nicht mehr möglich. Es gab kein Militär, keine Soldaten, keine Marine und keine Luftwaffe, sodass jeder internationale Konflikt bedeutungslos wurde. Und was heutzutage Euros, Dollars und Co. sind, hörte im Jahr 2749 auf den Namen Credits. Da es für das uns bekannte Geld keine Notwendigkeit mehr gab, hatte jede Person ihr ganz eigenes Guthaben, mit dem sie jederzeit alles erwerben konnte, was sie wollte. Die Regierung besitzt außerirdische Technologien. Nach seinem Abstecher ins 28. Jahrhundert war es für Al an der Zeit, ins Jahr 2137 zurückzukehren. Denn immerhin befand sich sein Bruder ja noch in dieser Epoche. Von dort reiste das Geschwisterpaar dann ins Jahr 1984, wo es einen gewissen Dr. John von Neumann kennenlernte. Offenbar wusste dieser über die unfassbaren Erlebnisse der beiden Bescheid, weshalb er sie dazu drängte, in ihre ursprüngliche Zeit zurückzukehren und das Philadelphia-Experiment zu verhindern. Die Männer stimmten der Bitte des Doktors zu und zerstörten den Mechanismus, der das Gefüge von Raum und Zeit aus den Angeln gerissen hätte. Dieser Rückkehr ins Jahr 1943 ist es also auch zu verdanken, dass wir heute die Story von Al Bielek kennen. Nach seiner Zeit in der Navy schloss er seine Ausbildung im Bereich Elektronik ab. Doch schon bald darauf wurde Al von verschiedenen militärischen Auftraggebern engagiert, die ihn langsam ins Vertrauen zogen und schier unglaubliche Dinge offenbarten. Sie enthüllten, dass das US-Militär aktiv an der Rekonstruktion außerirdischer Technologien arbeitet und geheime Pläne ungeahnten Ausmaßes schmiedet. So kam es, dass Al schließlich für das Montauk-Projekt rekrutiert wurde. Dabei soll es sich wiederum um eine Reihe von Geheimversuchen der US-Regierung gehandelt haben, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Campo Hero in Montauk auf Long Island durchgeführt wurden. Die Verschwörungstheorie besagt unter anderem, dass die Verantwortlichen mithilfe einer Radaranlage versuchten, die Gedanken von Millionen US-Bürgern zu manipulieren oder sogar fernzusteuern. Al selbst habe dabei als Programmdirektor fungiert und eine beträchtliche Kontrolle über das Projekt ausgeübt. Wie es sich für einen Mann in dieser Position gehört, bekam er von seinen Vorgesetzten auch einige erstklassige Geschäftsreisen spendiert. Dazu zählten beispielsweise der Trip in das Jahr 100.000 vor Christus oder der Abstecher zum Mars. Ferner will Al auch zu anderen Planeten geschickt worden sein, um dort Proben von dunkler Energie zu sammeln. Warum Al Bielek nicht zum Schweigen gebracht wurde? Ja, genau. Und dann wachte er auf. Zugegeben, das, was Al Bielek so vom Stapel liest, zählt nicht gerade zu den Geschichten, die leicht zu glauben sind. Im Übrigen glaubte er auch, dass sein echter Name Edward Cameron war und dass er schon seit über 100 Jahren lebte. Doch als er mit seinen außergewöhnlichen Abenteuern an die Öffentlichkeit ging, machte sich die Regierung nicht einmal die Mühe, seine Behauptungen zu dementieren. Sie hat ihm nicht einmal die Ehre erwiesen, ihn einen verrückten alten Spinner zu nennen. Sie ließ ihn einfach seine Vorträge halten, weil er, naja, vielleicht wirklich nur ein verrückter alter Spinner war? Al selbst glaubte jedoch, dass die Ignoranz der Regierung einen ganz anderen Hintergrund besaß. So wurde er nicht aufgehalten, bedroht oder gar beseitigt, weil seine Zeitreiseerfahrungen ihn in dieser Zeitlinie festhielten. Dies hätte irgendwie dazu geführt, die Auswirkungen früherer Zeitexperimente auszugleichen. Oh, und noch was. Zufälligerweise klingt die Zeitreise, die Al im Jahr 1943 gemacht haben will, sehr nach der Vorlage für den Film Das Philadelphia-Experiment von 1984. Zugegeben, in einigen Aspekten unterscheidet sich Al's Geschichte ziemlich stark vom Plot des Science-Fiction-Streifens. Böse Zungen würden aber behaupten, dass er nach der Veröffentlichung des Films auch etwa 6 Jahre Zeit hatte, um seine Story auszuschmücken, ehe er sich an die Öffentlichkeit wandte. Hat das Experiment wirklich stattgefunden? Es liegt in der Natur der Sache, dass Al's Version der Ereignisse einige Kritik hervorgerufen hat, und das sogar unter seinen eigenen, nennen wir sie mal, Kollegen. Beispielsweise hat eine alternativ angehauchte Website unzählige Stunden damit verbracht, zu beweisen, dass Al nichts mit dem Philadelphia-Experiment zu tun hatte. Im Gegensatz zur US Navy zweifeln die Betreiber der Homepage jedoch nicht daran, dass das Experiment wirklich stattgefunden hat. Dass diese Überzeugung bis heute in einigen bestimmten Kreisen vorherrscht, ist insbesondere einem gewissen Carl Allen zu verdanken. Der selbsternannte Augenzeuge gab an, dass das Projekt den Codenamen Rainbow trug und auf der Erzeugung eines extremen Magnetfeldes beruhte. Allerdings habe sich Allen selbst nicht an Bord der USS Eldridge befunden.
Er fuhr auf einem Schiff der Handelsmarine im gleichen Konvoi mit und bestaunte das Spektakel aus einiger Entfernung. Jedoch hat die Wissenschaft so ihre Probleme mit den Ausführungen dieses vermeintlichen Insiders. Demnach ist es schlichtweg unmöglich, dass ein starkes Magnetfeld allein eine optische Unsichtbarkeit erzeugt, von einer Teleportation ganz zu schweigen. Wie vorhin erwähnt, soll die USS Eldridge in Philadelphia verschwunden und plötzlich im 500 Kilometer entfernten Hafen von Norfolk aufgetaucht sein. Den Logbüchern zufolge, die bereits im Jahr 1943 veröffentlicht worden waren, befand sich das Schiff in dieser Zeit aber nie in Philadelphia. Trotz allem lässt uns ein Umstand aufhorchen. Keiner von Carl Allens Kameraden sagte etwas zu dessen Behauptungen. Der Bericht wurde weder bestätigt noch dementiert. Und tatsächlich war Allen seinem Umfeld auch nicht als verrückter Knallkopf bekannt, sondern als sehr intelligenter Mann, der ab und zu etwas zerstreut wirkte. Und was wurde nun aus Al Bielek? Nun, er starb am 10. Oktober 2011 in der mexikanischen Stadt Guadalajara. Naja, zumindest in unserer Zeitlinie, versteht sich. Greta Thunberg. Greta Thunberg ist eine Klimaschutzaktivistin, ein Dorn im Auge der konservativen Politiker und eine ehemalige Minenarbeiterin. Okay, zugegeben, die Tage, in denen die Schweden bis zum Umfallen nach Gold grub, liegen mittlerweile schon lange zurück. So dürfte die Umweltschützerin in den vergangenen 125 Jahren genug Zeit gehabt haben, um sich ausreichend zu erholen. Doch selbst wenn wir nicht daran glauben, dass uns das Foto aus dem Jahr 1898 die echte Greta Thunberg zeigt, ist es nicht unglaublich, wie sehr sich die Schweden und das abgelichtete Mädchen ähneln? Vor diesem Hintergrund glauben manche Personen, dass die Galionsfigur der Fridays for Future-Bewegung tatsächlich eine funktionierende Zeitmaschine besitzt. Doch welche gesicherten Fakten gibt es über die Aufnahme? Nun, wie eingangs bereits erwähnt, entstand das Foto in Kanada, genauer gesagt im Territorium Yukon. Der Mann, der damals den Auslöser betätigte, hörte wiederum auf den Namen Eric Heck. So fertigte der schwedische Dokumentarfotograf damals eine umfangreiche Sammlung jener Menschen an, die im rauen Norden das Glück suchten. Heck selbst versuchte sich übrigens auch im Bergbau, allerdings stieß er dabei niemals auf Gold, sondern eben nur auf Greta Thunberg. Das Foto aus der Zukunft. Was nützen all die Behauptungen über Zeitreisen, wenn man dafür keine Beweise hat? Auch Alexander Smith wusste, dass sich die Sprengung des Raumzeitkontinuums am besten mit einem handfesten Beleg untermauern lässt. So kam es, dass Alexander vor einigen Jahren nicht nur ausführlich über das Jahr 2118 erzählte, sondern dazu auch gleich das passende Foto in die Kamera hielt. Und obwohl die Umrisse der Skyline durchaus zu erkennen sind, wirken die seltsam designten grünlichen Gebäude doch sehr verwaschen. Allerdings liegt das Alexander zufolge keineswegs an der schlechten Aufnahmequalität der künftigen Kameras, sondern an der Tatsache, dass Zeitreisen Fotografien verzerren können. Die Hintergrundgeschichte des Bildes ist ebenfalls etwas verworren. Denn eigentlich stammt Alexander aus dem Jahr 1981. Dort wurde er im Rahmen eines streng geheimen CIA-Experiments in unsere Zeitlinie katapultiert. Um die Echtheit seiner Story zu beweisen, legte er aber noch kurz einen Abstecher ins 22. Jahrhundert ein, um dort ein Beweisfoto zu knipsen. Dort erfuhr er dann auch, welche Wege der Verlauf der Menschheitsgeschichte künftig einschlagen wird. Noch Mitte dieses Jahrhunderts wird unsere Erde von Aliens besucht werden. Gleichzeitig sieht sich unsere Spezies aber auch vielen Gefahren gegenüber. Allen voran wären da die Folgen der globalen Erwärmung. Doch auch ein nicht näher bekannter Konflikt zwischen zwei Gesellschaften wird das Leben der Erdbevölkerung maßgeblich verändern. Andrew Carlson. Einmal angenommen, dass du aus der Zukunft stammst und dementsprechend einen großen Wissensvorsprung besitzt, wie würdest du dies dann nutzen? Für Andrew Carlson lag die Antwort auf diese Frage auf der Hand. Im Jahr 2003 investierte er $800 an der Börse und war zwei Wochen später um sage und schreibe 350 Millionen Dollar reicher. Da die Behörden verständlicherweise einen Fall von illegalem Insiderhandel witterten, wurde Andrew vom FBI vernommen. Allerdings sollte das, was während der Befragung ans Licht kam, die Ermittler an ihrem gesunden Menschenverstand zweifeln lassen. Ja, Andrew wusste genau, dass seine High-Risk-Trades ins Schwarze treffen werden. Er stammte nämlich 250 Jahre aus der Zukunft. Wenn du jetzt denkst, dass diese Story nicht noch abgefahrener werden kann, dann hör jetzt mal genau zu. Das FBI konnte keine Dokumente finden, die Andrews Existenz vor dem Jahr 2002 bezeugten. Doch damit nicht genug. Kurz darauf verschwand der selbsternannte Zeitreisende von der Bildfläche und wurde seither nie wieder gesehen.
WM 1962. In einer Zeit, in der Begriffe wie Auswechslungen und Elfmeterschießen noch Fremdwörter waren, trafen sich 16 Nationalmannschaften, um in Chile den neuen Fußballweltmeister zu küren. Heute wissen wir, dass dieser Titel im Jahr 1962 an Brasilien ging. So gelang es der Seleção, die Tschechoslowakei im Finale mit 3:1 zu besiegen. Allerdings entstand während der Siegesfeier ein Foto, das so manchen Betrachter bis heute mit hochgezogenen Augenbrauen zurücklässt. Während der brasilianische Spieler die Trophäe gen Himmel reckt, sehen wir am unteren Bildrand etwas, das nach einem modernen Smartphone aussieht. Der Mann am Strand. Und apropos Smartphones. Auch der Mann, der sich im September 1943 am Towan Beach in der englischen Stadt Newquay befand, steht seit geraumer Zeit im Verdacht, ein Zeitreisender zu sein. Im ersten Augenblick erscheint die Person aber alles andere als ungewöhnlich. Sie ist genauso gekleidet, wie wir es für die 40er Jahre erwarten würden. Allerdings soll er hier etwas in den Händen halten, das frappierende Ähnlichkeiten mit einem Handy besitzt. Eine entspannte Runde Candy Crush am Meer oder doch bloß ein Mann, der sich eine Zigarette dreht? Schreib uns deine Gedanken zu diesem Foto gern unten in die Comments. Rudolf Fans. An einem lauen Sommerabend im Jahr 1950 machten einige Passanten am New Yorker Times Square eine merkwürdige Beobachtung. Urplötzlich erschien ein seltsam gekleideter Mann auf der Bildfläche, der vollkommen desorientiert auf der Mitte einer Straßenkreuzung stand. Doch noch bevor die umstehenden Leute etwas sagen konnten, wurde der Fremde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Als die Beamten den Leichnam kurz darauf untersuchten, entdeckten sie einige seltsame Gegenstände. Die untypische Kleidung aus dem 19. Jahrhundert einmal außen vor gelassen, führte der Verstorbene noch eine Rechnung für das Waschen einer Kutsche, veraltete Geldscheine, Visitenkarten und einen Brief mit sich. Aus den Visitenkarten ging hervor, dass der Mann Rudolf Fans hieß und obwohl der Brief einen Poststempel aus dem Jahr 1876 trug, wirkte er so, als sei er erst vor wenigen Stunden geschrieben worden. Die weiteren Nachforschungen ergaben, dass es tatsächlich einen Mann namens Rudolf Fans gegeben hat. Allerdings verschwand dieser genau in dem Jahr spurlos, in dem auch der Brief abgeschickt worden war. Zum entsprechenden Zeitpunkt war Rudolf 29 Jahre alt, ein Alter, das sich perfekt mit dem Aussehen des verunglückten Mannes deckte. Der Mike Tyson-Kampf. Warum ins Mittelalter oder zu den alten Ägyptern reisen, wenn man auch einen Abstecher in die Ära von Mike Tyson machen kann? Dies dachte sich wohl auch der vermeintliche Zeitreisende, als er am 19. August 1995 den Comeback des Skandalboxers beiwohnte. Die vergangenen 3 Jahre hatte der Heavyweight-Champion bekanntlich hinter Gittern verbracht. Nach seiner Freilassung stellte er sich Peter McNeely im Ring. Und zu Beginn der ersten Runde sehen wir einen Mann im Publikum, der die beiden Kontrahenten augenscheinlich mit einem modernen Handy filmt. Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass der Zeitreisende sein Smartphone aus der Zukunft rechtzeitig eingeschaltet hat. Der Kampf dauerte nur 89 Sekunden. Der Chronoweiser. Du wolltest schon immer mal die Kreuzigung Jesu beobachten? Napoleon bei seinen Feldzügen zuschauen oder das verloren gegangene Stück Triest von Quintus Ennius bestaunen? Kein Problem. Alles, was du dafür tun musst, ist in die geheimsten Winkel des Vatikans abzutauchen und einen Blick auf den Chronoweiser zu werfen. Nun ja, vorausgesetzt, dass die Aussagen des römisch-katholischen Priesters Pellegrino Ernetti der Wahrheit entsprechen, versteht sich. Unglaublich aber wahr. In den frühen 90ern behauptete der Geistliche, dass die Kirche im Besitz einer Maschine ist, die ein buchstäbliches Fenster in die Vergangenheit öffnen kann. Angeblich unter der Mithilfe von Werner von Braun und Enrico Fermi in den 50ern entwickelt, würde es sich dabei um eine Art lange Vitrine mit einem CRT-Bildschirm handeln. Im Detail würden die optischen Zeitreisen ermöglicht, indem der Chronoweiser die elektromagnetischen Wellen empfängt, entschlüsselt und reproduziert, die vergangene Ereignisse hinterlassen haben. Und obwohl Ernetti später gestand, dass das vermeintliche Foto vom gekreuzigten Heiland eine Fälschung war, hielt er bis zu seinem Tod im Jahr 1994 an der Behauptung fest, dass der Chronoweiser echt ist. Chaplins Zeitreisende. Im Oktober 2010 versetzte der nordische Filmemacher George Clark die Netzgemeinde in Aufruhr. Er postete einen Clip mit dem Titel Chaplins Time Traveler auf YouTube, in dem er das Bonusmaterial des Films The Circus analysierte. Die entsprechende DVD enthält unter anderem ein paar Ausschnitte der Premiere des Streifens und an einer Stelle sehen wir eine Frau durchs Bild laufen, die sich einen seltsamen Gegenstand ans Ohr hält.
Clark gab an, dass dieser wie eine Art Mobiltelefon aussehe. Und wir reden hier wohlgemerkt von dem Jahr 1928. Während das Video millionenfach geklickt und sogar in einige TV-Berichte aufgenommen wurde, scharte die Zeitreisetheorie immer mehr Anhänger um sich. Allerdings gibt es auch Ansätze, die das Material mit den Mitteln der 20er Jahre erklären möchten. So verweist die Gegenseite darauf, dass wir hier höchstwahrscheinlich nur eine Frau sehen, die eines der damals relativ neuen tragbaren Hörgeräte benutzt. Sergei Ponomarenko. Im Jahr 2006 trauten die Polizisten in Kiew ihren Ohren nicht. Der seltsam gekleidete Mann mit der altmodischen Kamera behauptete felsenfest, dass er 1932 geboren wurde und dennoch erst 25 Jahre alt ist. Noch abgefahrener wurde es, als er dann noch einen sowjetischen Pass aus den 50er Jahren vorlegte, der sich tatsächlich mit seinen Aussagen deckte. Im Detail gab der junge Mann namens Sergei Ponomarenko an, dass er im Jahr 1957 gerade damit beschäftigt war, einige Fotos von der Stadt zu schießen, als sich die Welt um ihn herum plötzlich verwandelte. Und tatsächlich, das Kameramodell, das Sergei dabei hatte, wurde schon seit den 70ern nicht mehr produziert. Noch erstaunlicher war aber der darin enthaltene Film. Die entwickelten Fotos zeigten Kiew so, wie es in den 1950ern aussah. Das Zeitreisehotel. Im Oktober 1979 war es endlich soweit. Nach langen Monaten der harten Arbeit hatten sich zwei befreundete Ehepaare eine Auszeit verdient. Den Urlaub wollten Geoff und Pauline gemeinsam mit Len und Cynthia in Spanien verbringen. Auf dem Weg dorthin mussten die Freunde jedoch erst einmal durch Frankreich fahren, weshalb sie in der Nähe der Stadt Montélimar nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchten. Da das erste Motel jedoch hoffnungslos überfüllt war, suchten die Urlauber weiter und landeten schließlich in einer Straße, die von historischen Gebäuden und altmodischen Zirkusplakaten geziert wurde. Glücklicherweise hatte die Gruppe dieses Mal Glück. Die Freunde fanden ein Hotel, in das sie sofort einchecken konnten. Die Tatsache, dass die Unterkunft weder Fahrstühle noch Telefone besaß, war zwar merkwürdig, aber wahrscheinlich war das einfach den altmodischen Stil des Hotels geschuldet. Auch die Zimmer erschienen seltsam aus der Zeit gefallen. So besaßen die Türen keine Schlösser, sondern Riegel. Auch die Badezimmer waren veraltet und die Laken bestanden aus Kattun, einem billigen Stoff, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Bettwäsche verwendet wird. Trotz dieser seltsamen Umstände verbrachten die Ehepaare die Nacht in dem Hotel. Als sie sich am nächsten Morgen zum Frühstück begaben, betraten drei weitere Personen die Unterkunft, die merkwürdiger hätten nicht sein können. Die Frau, die durch die Tür spazierte, trug ein altmodisches Kleid. Die Uniformen der Polizisten waren bereits seit über 70 Jahren nicht mehr aktuell. Umso erfreuter waren die Freunde, als es an der Zeit war, die Zimmer zu bezahlen. Der Preis war fast schon lächerlich niedrig. Nachdem die Truppe ihren Urlaub fortgesetzt und zwei erholsame Wochen in Spanien verbracht hatte, wurde es Zeit für die Rückreise. Und auch dieses Mal wollten die Pärchen einen Zwischenstopp in dem merkwürdigen, aber angenehm günstigen Hotel einlegen. Und das hätten sie wohl auch getan, wenn das Gebäude denn noch da gewesen wäre. Obwohl sich die Freunde in derselben Straße mit den alten Häusern und der Zirkuswerbung einfanden, fehlte vom Hotel allerdings jede Spur. Nicht weniger unerklärlich war dazu der Umstand, dass alle Fotos, die sie im Hotel aufgenommen hatten, nach dem Entwickeln fehlten. Auch als Len und Cynthia in den 80ern in die Region zurückkehrten, war das Gebäude noch immer wie vom Erdboden verschluckt. Doch wie ist das überhaupt möglich? Diejenigen, die glauben, dass die Geschichte nicht mit unseren herkömmlichen Mitteln erklärt werden können, sind davon überzeugt, dass die Paare damals Zeuge eines Zeitsprungs wurden. Das heißt, das Hotel ist kurzfristig in die Zukunft gereist, nur um anschließend wieder in seine eigene Zeit zurückzukehren. Doch auch dieser Fall wird von einigen Fragezeichen begleitet. Wieso wunderten sich die Hotelangestellten nicht über die moderne Kleidung der Gäste? Und weshalb akzeptierten sie modernes Bargeld? Habt ihr da eine Theorie? Verratet es uns sehr gern unten in den Kommentaren. Fahrt in die Zukunft. Als die beiden Freunde Charlie und Elsie am 20. Oktober 1969 über den Highway 167 fuhren, staunten sie nicht schlecht. Neben ihnen befand sich ein aus der Zeit gefallener, aber vollkommen neuwertiger Oldtimer, der ein Nummernschild aus dem Jahr 1940 trug. Zunächst schien es so, als würde es sich dabei um das Fahrzeug eines leidenschaftlichen Sammlers handeln, der gerade auf dem Weg zu einer Autoshow war. Ein genauerer Blick zeigte jedoch, dass der vermeintliche Oldtimer-Fan in Wahrheit eine junge Frau und ein kleines Kind waren, deren Kleidung ebenfalls aus den 40ern stammte. Die anfängliche Verwirrung wich rasch einer großen Sorge. Allem Anschein nach befand sich die in Tränen aufgelöste Fahrerin am Ende ihrer Kräfte. Sofort fragte Elsie durch das heruntergekurbelte Fenster, ob die Frau Hilfe benötigte, was diese mit einem kurzen Kopfnicken bejahte. Die beiden Freunde fuhren vor, um kurz darauf am Straßenrand zu halten, als sie sich dann jedoch umdrehten, fehlte von dem Auto jede Spur.
Wenige Augenblicke später kam ein anderes Fahrzeug mit quietschenden Reifen zum Stehen. Der Fahrer sprang sofort heraus und fragte die verdutzten Kumpels, ob sie wüssten, was gerade geschehen war. Denn der Oldtimer vor ihm hätte sich soeben in Luft aufgelöst. Die folgende Stunde verbrachten die Männer mit der Suche nach dem verschwundenen Auto. Und es sollte nicht wieder auftauchen. Glaubt ihr, dass die mysteriöse Frau tatsächlich durch die Zeit gereist und anschließend wieder in die Vergangenheit zurückgekehrt ist? Victor Goddard. Es ist das Jahr 1935, als sich der Brite Victor Goddard wieder einmal in die Lüfte erhebt. In Edinburgh gestartet, steuerte der Kommandant der Royal Air Force seine Heimatbasis im englischen Andover an. Einer plötzlichen Intuition folgend, entschloss sich Victor an diesem Tag, seine planmäßige Route leicht zu verändern und einen verfallenen Flugplatz in Drem zu passieren. Von dem militärischen Glanz, den die im Ersten Weltkrieg erbaute Anlage einst versprühte, war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr viel zu sehen. Das geschäftige Treiben war schon lange halb zerfallen und von pflanzenüberwucherten Hangars gewichen. Doch dann, wie aus dem Nichts, geschah das Unerklärliche. Als sich Victor Drem näherte, geriet sein Flugzeug urplötzlich in einen bizarren Sturm. Die Maschine wurde dabei so stark durchgeschüttelt, dass der Pilot kurzzeitig glaubte, die Kontrolle zu verlieren. Kurz bevor das Flugzeug endgültig den Geist aufgab, lichtete sich die Wolkendecke und gab den Blick auf etwas schier Unglaubliches preis. Dort, wo zuvor noch verfallene Gebäude vor sich hingerostet hatten, grüßte nun ein voll funktionsfähiger Flugplatz. Die vier Menschen am Boden präsentierten sich in einem strahlenden Gelb. Da dies jedoch nicht die damalige Farbe der Royal Air Force war, wurde Victor stutzig. Zudem hatte der Brite eines der Flugzeugmodelle noch nie zuvor gesehen. Auch das Bodenpersonal trug nicht die typische Kleidung von Victors Kameraden. Ehe sich der Pilot einen Reim auf die merkwürdige Szene am Boden machen konnte, verschwand seine Maschine erneut in einem stürmischen Wolkenbrei. Glücklicherweise gelang es dem erfahrenen Kommandanten, unbeschadet nach Andover zu gelangen. Doch was war da wirklich geschehen? Rückblickend lässt sich sagen, dass Victor tatsächlich über eine Basis der Royal Air Force geflogen ist. Das Problem? Im Jahr 1935 existierte der Flugplatz noch gar nicht. Tatsächlich begannen die britischen Luftstreitkräfte erst im Jahr 1939 damit, ihre Maschinen gelb zu streichen. Auch der unbekannte Flugzeugtyp und die veränderte Kleidung der Mechaniker kamen erst dann in Umlauf. Angesichts dieser Umstände war Victor felsenfest davon überzeugt, dass er damals unverhofft zum Zeitreisenden wurde und einen kurzen Einblick in die Zukunft erhaschte. Allerdings stieß der Brite in den Reihen seiner Kameraden nur auf taube Ohren. Die Leute glaubten, dass der Pilot die Geschichte erfunden hätte, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Mysteriöse Musik. Vor einigen Jahren traf der peruanische Arzt Raúl Ríos Quintanillo auf die wohl rätselhafteste Patientin seiner gesamten Laufbahn. Als die Frau die Praxis in Lima aufsuchte, befand sie sich in einem bemitleidenswerten Zustand. Mit den Nerven vollkommen am Ende konnte sie eine Hälfte ihres Körpers nicht mehr bewegen. Aus medizinischer Sicht ergab diese Halbseitenlähmung jedoch überhaupt keinen Sinn. Die Computertomographie zeigte, dass die Patientin körperlich vollkommen gesund war. Von diesem rätselhaften Moment in seinen Bann gezogen, war Quintanillo jedoch noch verblüffter, als die Frau damit begann, ihre bizarre Geschichte zu erzählen. Kurz vor ihrem rätselhaften Leiden hatte die Patientin zusammen mit ihren Freunden gezeltet. Im Detail befand sich der Campingplatz in der Nähe der Hochebene Macahuasi. Mit ihren ungewöhnlich geformten Gebilden, die an die Gesichter von Menschen und Tieren erinnern, wird die geheimnisvolle Bergkette schon seit unzähligen Jahrhunderten verehrt. Eines Abends hörten die Freunde dann plötzlich Musik. Um der Quelle der Melodie nachzugehen, begab sich die Gruppe in Richtung der Felsmassive, wo ihr Blick schließlich auf etwas Unerklärliches traf. Eine kleine Steinhütte, die von innen erleuchtet war. Mehr noch, im Innern des Gebäudes schienen einige mysteriöse Gestalten wild umherzutanzen. Von der Neugierde gepackt, näherte sich die spätere Patientin dieser unwirklichen Szenerie. Das Seltsame, je näher sie der Hütte und der Musik kam, umso größer wurde das beklemmende Gefühl in ihrer Brust. Allerdings ignorierte die Frau die aufkeimende Angst und wagte einen Blick durch die geöffnete Tür. Was sie anschließend zu sehen bekam, hätte wohl merkwürdiger nicht sein können. Die Bewohner der Hütte trugen Kleidung, die bereits seit Jahrhunderten aus der Mode war. Doch irgendetwas bewog die Frau dazu, einen Fuß in das Gebäude zu setzen. Allerdings sollte sie im letzten Augenblick von der Freundin an einer Schulter gepackt und zurückgezogen werden. In eben jenem Moment spürte die Patientin dann einen schmerzhaften Stich in ihrem Körper, auf den ein starkes Taubheitsgefühl folgte. Seither war die Frau nicht mehr dazu in der Lage, die betroffene Körperseite zu bewegen. Einige Experten mit Hang zum Paranormalen glauben, dass die Frau damals im Begriff war, in eine andere Dimension zu reisen. Was passiert wäre, wenn sie die Hütte tatsächlich betreten hätte, ist ungewiss. Andere Forscher glauben, dass das Gebäude buchstäblich aus der Zeit gefallen war. Abseits dieser Zeitsprungtheorie werden die Hintergründe dieser bizarren Geschichte auch auf außerirdische Aktivitäten zurückgeführt. Al Bielek.
Ein nüchterner Blick auf die offizielle Geschichte der USS Eldridge kommt vergleichsweise unspektakulär daher. So besagen die Geschichtsbücher lediglich, dass es sich bei dem imposanten, über 90 Meter langen Schiff um einen sogenannten Geleitzerstörer der US Navy handelte, welcher im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Dort begleitete die USS Eldridge zusammen mit ihrer knapp 170 Mann starken Besatzung verschiedene Nachschubtransporte ins Mittelmeer, nach Südeuropa und Nordafrika. Nachdem das Kriegsschiff 1946 außer Dienst gestellt worden war, wurde es in den frühen 50ern an Griechenland übergeben, wo die USS Eldridge unter neuem Namen bis zum Jahr 1992 eingesetzt wurde. Soweit so normal. Das, was die Geschichte des Schiffs so mysteriös macht, ist ein bis heute nicht bestätigter Vorfall, der als das Philadelphia-Experiment bekannt werden sollte. Folgt man dieser aufregenden Legende, so war die US-Marine in den frühen 40er Jahren darauf erpicht, eine neue Tarntechnologie zu entwickeln, die sie vor den Augen des Feindes unsichtbar machen sollte. Die USS Eldridge soll im Oktober 1943 schließlich als Testobjekt zur Erprobung dieser neuartigen Technologie gedient haben. Im ersten Augenblick schien der Testlauf von herausragendem Erfolg gekrönt gewesen zu sein. So führte das erzeugte Kraftfeld dazu, dass die USS Eldridge auf dem Meer praktisch unsichtbar wurde. Lediglich der Kielabdruck des Schiffes im Wasser soll noch von der Existenz des imposanten Kriegsschiffs gezeugt haben. Für die Männer, die sich während des Tests an Bord befunden haben, soll der Probelauf jedoch katastrophale Folgen mit sich gebracht haben. Demnach seien einige Besatzungsmitglieder währenddessen mit der USS Eldridge verschmolzen, während andere in Flammen aufgingen oder geistige Schäden davontrugen. Noch mysteriöser waren jedoch die Fälle, in denen die Crewmitglieder spurlos verschwanden. Dabei sollen sich manche Besatzungsmitglieder sogar noch viele Jahre nach dem Philadelphia-Experiment von dem einen auf den anderen Moment in Luft aufgelöst haben. Hört man sich die Aussagen des US-Amerikaners Al Bielek an, so soll das Philadelphia-Experiment in Wahrheit einen ganz anderen Zweck verfolgt haben. Die Erprobung von Zeitreisen. Demnach habe er die Geschehnisse an Bord des Schiffes damals am eigenen Leib miterlebt. Als Al mit ansah, wie seine Kameraden um ihn herum qualvoll starben oder urplötzlich von der Bildfläche verschwanden, hat ihn die Panik übermannt. In seiner Angst sprang er vom Bord des Schiffes, aber landete zu seiner Verblüffung nicht etwa im kühlen Nass, sondern im Jahr 2137. Glücklicherweise meinten es die Bewohner diesen Jahres gut mit ihrem unverhofften Besucher. So wurden Bieleks schwere Strahlenschäden, die er sich während des Experiments zugezogen hatte, mit einer futuristischen Behandlungsmethode kuriert, die auf dem Einsatz von Vibrationen und Licht fußte. Nachdem sich Al etwas erholt hatte und einen Blick auf die Weltkarte warf, stellte er überrascht fest, dass sich das Antlitz der Kontinente dramatisch verändert hatte. Vor allem Bieleks US-amerikanische Heimat hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten schwer gelitten. So gehörte das einstige Regierungssystem dort schon länger der Vergangenheit an und die Anarchie hatte in den USA die Kontrolle übernommen. Einige Jahrzehnte zuvor sollen die USA gemeinsam mit Europa einen Krieg gegen China und Russland ausgetragen haben. Am Ende der brutalen Kämpfe hatten beide Seiten Milliarden von Todesopfern zu beklagen, sodass sich die Weltbevölkerung schließlich auf 300 Millionen Menschen reduzierte. Nach seinem Abstecher ins Jahr 2137 soll Bielek weitere 600 Jahre in die Zukunft gereist sein. Während der erste Halt auf seiner Zeitreisetour noch einem postapokalyptischen Szenario geglichen hatte, fand sich Al im Jahr 2749 in einer weitaus rosigeren Zukunft wieder. Die prächtigen schwebenden Städte wurden dort von einer künstlichen Intelligenz kontrolliert, welche der Menschheit endlich ihren lang ersehnten Frieden schenkte. Demnach gab es im 28. Jahrhundert keine Militärs und folglich auch keine Kriege mehr auf der Welt. Das Konzept des Geldes hatte ebenfalls ausgedient. Demnach war es für jeden Bürger möglich, alle Dinge, die er brauchte oder wollte, unkompliziert zu bekommen. Letzten Endes wurde Al in das Jahr 1984 zurückgeschickt. Bevor Bielek im Jahr 2011 im Alter von 84 Jahren verstarb, soll sein Leben noch einige weitere, schier unglaubliche Abenteuer bereitgehalten haben. So führten ihn seine übrigen Zeitreiseausflüge noch ins Jahr 100.000 vor Christus, ins Jahr 6037 und sogar auf den Mars. Wie genau es der US-Amerikaner bewerkstelligte, diese atemberaubenden Zeitreisen in die Tat umzusetzen, ist allerdings unbekannt. Zeitreise ins Mittelalter. Eigentlich wollte Miss Smith am 2. Januar 1950 nur eine ausgelassene Zeit mit ihren Freunden verbringen. Daher besuchte sie eine Party in der schottischen Stadt Brechin, wo sie gemeinsam mit ihren Bekannten ein paar Cocktails schlürfte. Als die junge Frau schließlich nach Hause fuhr, stellte sie besorgt fest, dass die Wetter- und Straßenverhältnisse stetig schlechter wurden. Als der Schneeregen immer stärker wurde, geriet das Fahrzeug der Schottin schließlich ins Schleudern, ehe es von der Straße abkam und im Graben landete. Zu ihrer eigenen Erleichterung hatte sich Miss Smith bei diesem Vorfall keine Verletzungen zugezogen.
Da die Straßen jedoch menschenleer waren, blieb ihr nichts anderes übrig, als zu Fuß nach Hause zu laufen. Als die Schottin schließlich an ihrem Heimatort ankam, bekam sie etwas schier Unglaubliches zu Gesicht. Anstatt zeitgemäße Kleidung zu tragen, waren die Bewohner in mittelalterliche Gewänder gehüllt. Noch erschreckender, der Boden war von gefallenen Soldaten übersät. Doch wie war es möglich, dass sich die junge Frau urplötzlich auf einem Schlachtfeld aus einem längst vergangenen Jahrhundert wiederfand? In ihrer Panik flüchtete sich die Schottin in ein nahegelegenes Waldstück, wo sie sich den Rest der Nacht versteckte. Als sie sich am Morgengrauen wieder hinauswagte, sah ihr Heimatdorf wieder genauso aus, wie sie es kannte. Der Mann aus Tourette. Dort, wo Zeitreisen auf unerklärliche Parallelwelten treffen, steht am Ende die mysteriöse Geschichte eines Mannes aus Tourette. Doch was war geschehen? Im Sommer 1954 landete ein Mann am Flughafen von Tokio, der schon bald einen außergewöhnlichen Eindruck auf die Beamten machte. Da sich der europäisch aussehende Reisende äußerst nervös, ja fast schon verwirrt verhielt, überprüften die Mitarbeiter seinen Reisepass. Das Ausweisdokument besagte, dass der Mann aus einem Land namens Tourette stammte. Das Problem? Eine solche Nation existierte nicht. In der Vermutung, dass sie soeben einen Betrüger aufgeschnappt hatten, baten die japanischen Beamten den auffälligen Mann zum Verhör. Dort wurde er aufgefordert, sein Heimatland auf der Weltkarte zu zeigen. Wie selbstverständlich zeigte der Reisende sofort auf eine bestimmte Region, wunderte sich jedoch, dass das Land dort als Andorra und nicht als Tourette aufgeführt war. Er beteuerte aufgeregt, dass Tourette bereits seit 1000 Jahren existieren würde. Da die Behörden der Geschichte des Mannes nicht trauten, wurde der Fremde in ein Hotelzimmer mit abgeriegelten Fenstern gebracht, dessen Türen verschlossen und von außen bewacht wurden. Die eingehenden Recherchen brachten immer mehr Unstimmigkeiten zutage. So gab die Firma, für die der Unbekannte angeblich arbeitete, an, dass sie noch nie von diesem Mann gehört hatte. Und das, obwohl der Reisende einige echte Dokumente des Unternehmens bei sich trug. Am nächsten Morgen beschlossen die Beamten, den Mann erneut zu verhören und endlich die wahren Hintergründe seiner Identität herauszufinden. Als sie die Tür des Hotelzimmers jedoch öffneten, fehlte von der mysteriösen Person jede Spur. Doch wie hatte es der Mann aus Tourette geschafft, aus dem verschlossenen Raum zu fliehen? Noch rätselhafter erschien die Tatsache, dass sich der Reisepass des Fremden, den die Beamten konfisziert hatten, ebenso in Luft aufgelöst hatte. Bis heute hält sich die hartnäckige Legende, dass der Unbekannte in Wahrheit ein Zeitreisender war. Was sind eure Gedanken zu dieser aufregenden Geschichte? Schreibt es uns in die Kommentare. Sir Victor Goddard. Sir Victor Goddard hatte es bei der British Royal Air Force zu einigem Ansehen gebracht. So befand sich der Air Marshal im Jahr 1935 wie so oft auf einem Routineflug, der ihn vom schottischen Edinburgh zu einer Basis im englischen Andover bringen sollte. Einem plötzlichen Impuls nachgebend entschied sich Goddard dazu, einen Abstecher zu einem längst verlassenen Flugplatz zu machen. Aus seinem Cockpit heraus bestaunte er, wie sich die Natur den einstmals pulsierenden Flugplatz zurückerobert hatte. Als Goddard sich daraufhin auf seine planmäßige Route zurückbegab, braute sich in den Wolken ein überaus merkwürdiger Sturm zusammen. Ehe er wusste, wie ihm geschieht, fand sich der Air Marshal in einem dichten Nebel aus braungelben Wolken wieder. Völlig orientierungslos verlor Goddard die Kontrolle über sein Flugzeug und es gelang ihm erst in letzter Sekunde, einen Absturz zu verhindern. Mit dem Schrecken davongekommen, entschied er sich dazu, sofort zu dem verlassenen Flugplatz zurückzukehren, um dort notzulanden. Das schier Unglaubliche? Dort, wo zuvor nichts als Bäume, Sträucher und ein paar friedlich grasende Kühe gewesen waren, befand sich nun ein voll funktionsfähiger Flugplatz. Sowohl die Gebäude als auch die Flugzeuge wirkten allesamt nagelneu. Besonders seltsam war der Umstand, dass das Personal am Boden keinerlei Notiz von Goddards Maschine am Himmel zu nehmen schien. Wie sich später zeigte, sollte der Flugplatz tatsächlich wieder in Betrieb genommen werden. Allerdings begannen die Arbeiten erst 4 Jahre nach diesem rätselhaften Vorfall. Hatte die mysteriöse Sturmwolke den Piloten also kurzzeitig in die Zukunft befördert? Sind Zeitreisen möglich? Im Jahr 2009 schmiss Stephen Hawking eine der ungewöhnlichsten Partys überhaupt. Tatsächlich war der weltberühmte Astrophysiker damals der einzige Gast auf seiner selbst organisierten Feier. Was im ersten Augenblick wie ein äußerst trauriger Umstand anmutet, besaß in Wahrheit einen weitaus tieferen Kern. Die Aufschrift des aufgehängten Banners verriet bereits, was das 2018 verstorbene Genie seinerzeit im Schilde führte. So prangte über den bunten Partyballons und dem üppigen Buffet ein Schriftzug, der alle Zeitreisenden herzlich willkommen hieß. Das Problem? Niemand hatte sich auf dieser denkbar speziellen Feier eingefunden. Was zunächst wie eine durchgeknallte Idee des Forschers wirkte, stellte in Wahrheit ein wissenschaftliches Experiment dar. Denn tatsächlich wollte Hawking im Rahmen der Party testen, ob Zeitreisen in die Vergangenheit grundsätzlich möglich sind.
Dabei löste sich der Astrophysiker von allen theoretischen Berechnungen und zog es vor, einen praktischen Testlauf durchzuführen. Der Clou an der Sache: Die Einladungen für das Zeitreisefest wurden erst abgeschickt, als die Party schon längst vorbei war. Dabei wurden die Einladungen mit der genauen Orts- und Zeitangabe wiederum auf ein Papier gedruckt, das viele Jahrtausende überdauern kann. Sollte es den Menschen also eines fernen Tages möglich sein, beliebig durch die Zeit zu reisen, hätten sie sich mühelos in die Vergangenheit begeben und ein Gläschen Sekt mit dem Wissenschaftler schlürfen können. Da allerdings kein Mensch auf der Feier erschien, galt das Experiment als gescheitert. Doch bedeutet dieser kuriose Versuch im Umkehrschluss automatisch, dass Zeitreisen grundsätzlich unmöglich sind? Wenn ihr bislang dachtet, dass die Reise durch die Zeit ausschließlich in den Bereich der Science-Fiction gehört, wird euch das Folgende ganz besonders überraschen. Denn tatsächlich sind Zeitreisen möglich. Zumindest in der Theorie. Allerdings würde sich die Reise in die Zukunft denkbar anders gestalten, als es uns in den entsprechenden Hollywood-Streifen häufig gezeigt wird. Der theoretische Ansatz über eine Reise in die Zukunft fußt auf Albert Einsteins weltbekannter Relativitätstheorie. Würde man sich mit einem Raumschiff fortbewegen, welches ein Tempo von annähernder Lichtgeschwindigkeit erreicht und anschließend auf unseren blauen Heimatplaneten zurückkehren, wäre auf der Erde ein längerer Zeitraum vergangen als an Bord der galaktischen Raumfähre. Der Effekt, der diesem schier unglaublich wirkenden Zustand zugrunde liegt, wird als Zeitdilatation bezeichnet. Um diesen Umstand grundlegend zu verstehen, müssen wir einen kleinen Abstecher in den Bereich der Theorie wagen. Nehmen wir einmal an, dass wir zwei Uhren haben, die so funktionieren, dass ein Lichtsignal zwischen zwei Spiegeln hin und her geworfen wird. Dabei entspricht der Zeitraum eines Lichtpingpongs genau einer Sekunde. Während die eine Uhr ruhig und unbeweglich bleibt, fliegt ihr Gegenstück mit annähernder Lichtgeschwindigkeit an ihr vorbei. Die sich bewegende Uhr sendet das Lichtsignal also praktisch von unten aus und fängt es aufgrund der absolvierten Bewegung erst von oben wieder auf. Im Umkehrschluss bedeutet dies also, dass das Licht der sich bewegenden Uhr einen viel längeren Weg zurückgelegt hat. Trotz dessen ist augenscheinlich aber immer nur noch eine einzige Sekunde vergangen. Grundsätzlich gilt, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant bleibt. Sofern sich das Licht in der bewegenden Uhr demnach nicht schneller fortbewegen konnte, muss es die Zeit gewesen sein, die dort langsamer verging, damit der Lichtpunkt noch rechtzeitig aufgefangen werden konnte. Zugegeben, dieses oft zitierte Gedankenexperiment wirkt schon sehr abstrakt. Um uns die Effekte der Zeitdilatation greifbar vor Augen zu führen, lohnt sich daher ein näherer Blick auf das sogenannte Zwillingsparadoxon. Das Zwillingsparadoxon. Grundsätzlich sind wir gut damit beraten, folgenden Merksatz zu verinnerlichen. Je schneller sich jemand bewegt, desto langsamer vergeht seine Zeit. Auf das soeben beschriebene Gedankenspiel bezogen, lässt sich dieser Satz auch als bewegte Uhren gehen langsamer anpassen. Das sogenannte Zwillingsparadoxon beschreibt ein Szenario, in dem der eine Zwilling mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zu einem fremden Stern reist, während der andere auf der Erde zurückbleibt. Daraufhin kehrt der Astronaut mit demselben Tempo wieder auf unseren blauen Heimatplaneten zurück. Nach der Rückkehr auf die Erde stellt sich schließlich heraus, dass der zurückgebliebene Zwilling deutlich mehr gealtert ist als derjenige, der zu den Sternen gereist ist. Die genaue Höhe des auftretenden Altersunterschiedes hängt dabei neben der erreichten Reisegeschwindigkeit auch von der zurückgelegten Strecke ab. Fest steht, dass die Zeit für den Astronauten subjektiv viel langsamer verging als für den Zwilling auf der Erde. Münzen wir diesen von der Zeitdilatation hervorgerufenen Effekt also nun auf die Welt der Zeitreisen um. Bei ausreichend hohem Reisetempo und Beschleunigung wäre es also theoretisch möglich, in beliebig kurzer Dauer einen bestimmten, weit entfernten Zeitpunkt auf der Erde zu erreichen. Das Problem? Derzeit existieren noch überhaupt keine Raumschiffe, die sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können. Auch ist in diesem Fall immer die maximale Beschleunigung des Gefährts zu berücksichtigen, die für einen Menschen überhaupt zumutbar ist. Trotz dessen bleibt aber festzuhalten, Reisen in die Zukunft sind auf Grundlage von Albert Einsteins Relativitätstheorie grundsätzlich möglich. Doch wie gestaltet sich die Sache eigentlich, wenn wir uns in eine längst vergangene Epoche begeben würden? Reisen in die Vergangenheit. Filme wie Zurück in die Zukunft zeigen, wie es gehen könnte. Sobald die richtigen Knöpfe in der Zeitmaschine gedrückt wurden, finden sich die Protagonisten binnen eines Wimpernschlages an einem Zeitpunkt wieder, der eigentlich schon viele Jahrzehnte zurückliegt. Doch ist ein solches Szenario auch mit der Realität vereinbar? Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft wird eine Zeitreise in die Vergangenheit wohl für immer ein rein fiktives Szenario bleiben. Die bestehenden Theorien, die derartige Reisen mit geltenden Physikgesetzen in Einklang bringen möchten, sind in den Reihen der Experten höchst umstritten. Zwar können wir uns eventuell nicht direkt in die Vergangenheit begeben, allerdings ist es uns vergönnt, einen Blick auf die zurückliegenden Augenblicke zu werfen. Da die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, sehen wir die Sonne stets so, wie sie eigentlich vor 8 Minuten war. Die Beobachtung von weit entfernten Galaxiekernen, sogenannten Quasaren, gewährt uns sogar einen Einblick in das Universum vor Milliarden von Jahren.
Allerdings könnte es entgegen der weit verbreiteten wissenschaftlichen Ansicht womöglich doch möglich sein, eine Reise in die Vergangenheit durchzuführen. Auch hier ist es wieder einmal Einsteins Relativitätstheorie, welche die entsprechenden Hoffnungen nährt. Demzufolge ist es denkbar, dass unterschiedliche Bereiche der Raumzeit über Wurmlöcher miteinander verbunden sind. Sollten die Ausgänge des Wurmlochs nun zwei Regionen unterschiedlicher Zeit verknüpfen, wäre also auch ein Ausflug in die Vergangenheit möglich. Um die Wurmlöcher für ein solches Unterfangen zu stabilisieren, benötigen wir jedoch sogenannte exotische Materie. Die erforderliche Menge an exotischer Materie, die dazu vonnöten wäre, existiert laut unserem aktuellen Kenntnisstand aber überhaupt nicht. Aber klammern wir die wissenschaftlichen Hindernisse, die einer Zeitreise in die Vergangenheit im Wege stehen, einmal aus. Was würde passieren, wenn wir tatsächlich einmal einen Zeitreisenden treffen würden? Besuch aus der Zukunft. Praktisch jeder Zeitreisefilm zeigt uns, dass die Ausflüge in die Vergangenheit strengen Regeln unterworfen sind. So genügt oftmals schon eine kleine Handlung oder das bloße Gesehenwerden der Zeitreisenden, um die besuchte Zeitlinie ins unwiderrufliche Chaos zu stürzen. Stellen wir uns nun einmal vor, dass wir mit unserer Zeitmaschine ein Jahr besuchen, in dem wir selbst schon gelebt haben. Tatsächlich mutet die Vorstellung, dass eine ältere Version unserer selbst plötzlich zur Tür hineinspaziert kommt, überaus verstörend an. Wie drastisch der Besuch unserer eigenen Vergangenheit enden kann, zeigt das sogenannte Großvaterparadoxon. Einmal angenommen, ein Mensch reist mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit und verursacht dort den Tod seines eigenen Großvaters, noch bevor dieser das entsprechende Elternteil des Zeitreisenden gezeugt hat. Dieses Gedankenspiel geht wiederum mit einigen Effekten einher, die widersprüchlicher nicht sein könnten. Einerseits wurde eine der grundlegenden Säulen, welche die Existenz des Zeitreisenden überhaupt erst ermöglicht hat, beseitigt. Darüber wurde dann auch die Kausalkette, die letztlich zum Tod des Opas geführt hat, unterbrochen. Dieses Paradoxon wirft einige grundlegende Problematiken von Zeitreisen auf. Ist die Vergangenheit trotz der vom Zeitreisenden durchgeführten Aktionen unveränderlich? Hat sich durch die Tat des Zeitreisenden eine vollkommen neue Zeitlinie ergeben? Kann die Zeitreise die Bedingungen, die sie selbst ermöglicht haben, nicht selbst aufheben? All diese Fragen zeigen, wie komplex diese aufregende Thematik in Wirklichkeit ist. Obwohl Zeitreisen in die Vergangenheit unserem jetzigen Wissensstand zufolge schlichtweg unmöglich sind, treten immer wieder Menschen in Erscheinung, die selbst von sich behaupten, aus einem weit entfernten Jahrhundert zu stammen. In der Regel haben es sich die selbsternannten Zeitreisenden zur Aufgabe gemacht, unsere Welt vor einer schrecklichen Katastrophe zu warnen. Ganz gleich, ob eine brutale Alien-Invasion, der Ausbruch des Dritten Weltkrieges oder aber die Unterjochung der Menschheit durch künstliche Intelligenzen. Es scheint stets, als wäre die Zukunft denkbar ein ungemütlicher Ort. Während die Aussagen der vermeintlichen Zeitreisen normalerweise nur müde belächelt werden, existieren einige Bilder, welche die Existenz von den Reisen in die Vergangenheit zweifelsfrei belegen möchten. Auf den entsprechenden Fotos sehen wir demnach Menschen, die augenscheinlich Kleidung tragen oder technische Geräte besitzen, die so gar nicht mit dem Zeitpunkt der Aufnahme zusammenpassen. Ob es sich dabei um erklärbare Situationen oder aber um einen unanfechtbaren Beweis für Zeitreisen handelt, hängt nicht zuletzt von der individuellen Überzeugung des Betrachters ab. So Leute, und damit interessiert uns eure Meinung. In welches Jahr würdet ihr mit eurer Zeitmaschine reisen? Verratet es uns in den Kommentaren. Zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben, dass euch unser heutiges Video gefallen hat. Vergesst nicht, Topbild zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Damit vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.